Monster ist eine weitere der Original 9 und damit eine der ältesten Karten im Spiel. In vielerlei Hinsicht eine klassische Drei-Völker-Karte, in der wir als Römer spielen, eine Siedlung der Mayas zerstören müssen und dabei von den Wikingern unterstützt werden. Die Siedlung der Mayas befindet sich im Kopf des Monsters, aber sie haben schwer mit den zahlreichen Bäumen zu kämpfen. Die Wikinger haben sich im rechten Arm niedergelassen, während wir uns an der südwestlichen Küste befinden. Die Felsen östlich unserer Position enthalten etwas Kohle und Stein. Eisen finden wir erst nördlich des Sees, zusammen mit Gold, weiterer Kohle und Stein sowie Nutzlosium. Theoretisch können wir auch auf der Halbinsel, die den Bauch des Monsters bildet, weiteres Gold und Stein finden, aber diesen Bereich habe ich nie erobert. Da die Expansion der Mayas keine große Bedrohung darstellt, können wir einfach an einer Position unserer Wahl eine Verteidigungsstellung aufbauen. Auf normal kam der erste Angriff nach 55 Minuten, aber im Skript ist nichts festgelegt, die Zeiten können also variieren. Selbst in den Angriff übergehen müssen wir meiner Erfahrung nach nicht, da die Wikinger nach etwas über einer Stunde die Siedlung der Mayas zerstört haben. Wir können uns also ganz darauf konzentrieren, die ersten Angriffe abzuwehren. Beachtet aber, dass es viele Bäume auf dieser Karte gibt, ihr solltet also einige Holzfäller für deren Rodung einplanen. Dieser Karte merkt man leider ihr Alter stark an, und die Rolle unserer Verbündeten ist auch schwierig. Wenn sie nichts machen würden, könnte man sie auch ganz weglassen, aber es kann auch nicht Sinn der Sache sein, wenn sie die ganze Arbeit für uns machen. Diese Karte schrie nach einem Remaster, aber ich wusste zunächst nicht, was ich mit ihr machen könnte, und das ist auch der Grund, wieso dieser Guide so lange nicht kam. Aber nun hatte ich eine Idee. Wenn ihr den Remaster ohne Spoiler spielen wollt, solltet ihr das Video jetzt pausieren und dem Link in der Beschreibung folgen. Für das Remaster habe ich mich entschieden, den Bauch des Monsters von der restlichen Karte zu trennen. Dort befindet sich nur ein dunkles Volk, aber kein gewöhnliches. Der einzige Zweck dieses dunklen Volkes, welche sich hier Dunkellinge nennen, ist die Produktion von Mana. Wozu? Weil es drei Runen auf der Karte gibt, westlich, nördlich und östlich der Halbinsel. Jede Rune ermöglicht es euch, jede Minute einen Teil des produzierten Manas abzuzapfen. Die Mayas kontrollieren gleich zu Beginn die nördliche, während die Wikinger automatisch die östliche übernehmen, womit euch zunächst nur die westliche bleibt, über die auch die zugehörige Quest startet. Um eine Rune zu kontrollieren, muss sie sich innerhalb eurer Grenzen befinden und mindestens ein großer Turm in ihrer Nähe gebaut werden. Theoretisch könnt ihr so auf eine eigene Mana-Produktion komplett verzichten, allerdings werden die Dunkellinge nur sehr wenige zusätzliche Pilzfarben pro Stunde bauen. Um den Schneeball richtig ins Rollen zu bringen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr übernehmt die anderen Runen, oder ihr bringt den Dunkellingen Schwefel. Ihr habt richtig gehört, ich habe einen Nutzen für Schwefel gefunden und deshalb sogar noch welchen auf der Karte platziert. Sobald sich insgesamt 64 Säcke Schwefel in der Nähe der Runen befinden, wie viel sich bei welcher befindet, ist egal, wird der Schwefel gelöscht und die Mana-Produktion der Dunkellinge dauerhaft erhöht. Beachtet aber, dass dieses Upgrade allen nützt, die eine Rune kontrollieren. Zumindest theoretisch, denn wie wir wissen, nutzt die KI die Hälfte aller Zauber eh nicht, die anderen wird sie dafür aber umso häufiger einsetzen. Außerdem wurden die beiden KI-Siedlungen deutlich in ihrer Verteidigung gebufft, sodass es zwar hoffentlich zu Gefechten kommt, eure Verbündeten euch aber nicht zu viel Arbeit abnehmen. Eure Verbündeten können auch nicht mehr innerhalb der ersten 90 Minuten angreifen. Wenn ihr die Rune der Mayas übernehmt, solltet ihr aber auf ihre Reaktion vorbereitet sein und mit erhöhter Aggression rechnen. Abgesehen davon, dass diese Änderungen die Karte hoffentlich aus der einmal gespielt und vergessen Kategorie holen, könnte ich mir die Runenmechanik gut auf einer Multiplayer-Karte vorstellen. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt.